Willkommen zurück. Willkommen, Part 163. Jemand meinte schon in den Kommentaren, es wird vielleicht 200 Parts geben und ich kann nur sagen, yo, das könnte sein. So, jetzt aber Sie sollten stolz noch auf zu den Pflanzen. Tränke sein. Ich gebe gerade zu, im Moment ist die Motivation, Hogwarts Legacy zu spielen. Oh nein, zu viele Kohle. Nicht mehr so krass vorhanden. Liegt aber auch einfach daran, es ist irgendwie. Langsam haben andere Spiele mich gecatcht und ich spiele ja gerade noch 4 Spiele, die offen sind. Ich meine, wie heißt das nochmal? Assassin's Creed habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht. Und ganz ehrlich, ich habe sowas von Bock auf Witcher neu anzufangen, weil ich jetzt die Serie geguckt habe letztens. Aber wann soll ich das denn noch machen? Ich will jetzt auch mal Spiele fertig kriegen. So. Hier geht's direkt weiter. Dann fliegen wir dahin. Ja, und werden jetzt noch ein paar Bonbons oder Nüsse. Oh, jetzt habe ich Bock auf Nüsse. Ich hasse. Oh, was ist das denn? Ja, vielleicht sollte man nicht in fremden Häusern einfach dich essen nehmen. Was ist hier, wenn ich den Schmetterlingen folge? Ach, die bewegen sich ja. Entschuldigung. So, ich folge denen jetzt einfach mal. Es sieht ja aus wie Blätter. Oha, die sind so blau von der einen Seite und von der anderen sehen die aus wie Blätter. Ich folge denen einfach mal und guck mal, was dann passiert. Gibt es ja überall auf der Karte so Schmetterlingssymbole, aber ich bin denen noch nie gefolgt, weil ich das immer nicht gecheckt habe, weil ich so hektisch bin. Kann sein, dass ich denen einmal gefolgt bin, aber was soll man denn mit denen machen? Soll man die einfangen? Ich habe keine Ahnung. Führen die einen irgendwo hin? Ich meine, wie lange soll man denen denn folgen? Ah, geil. Ja, das heißt, die ganzen Schmetterlingsdinger auf der Karte können wir also auch noch machen. Toll. Naja, da muss ich später doch nochmal alles abgrasen und gucken, wo noch Schmetterlinge sind. Das habe ich nämlich jetzt, glaube ich, im Norden an ein paar Stellen nicht gemacht. Naja. Egal. Diese Gegner auch einfach. Ach nein, da ist auch noch eine Höhle. Sieht interessant aus. Also Höhlen finde ich ja immer am nervigsten. Ah, da unten muss man das hinmachen. Okay, dann machen wir das jetzt mal mit. Hallo, Humora! Ja, Wingardium Leviosa meinte ich doch. Hä? Ich hatte das doch. Wo muss das jetzt hin? Ja, hier. Boah, Glück gehabt. Ganz ehrlich, Glück gehabt. Ey, warum kann man da nicht landen? Willst du mich verarschen? Doch, so, und jetzt stellen wir uns hier hin. Jetzt ziehen wir die Scheiße zu uns dran. Na, machen wir nicht. Ja, komm. Dann Wingardium Leviosa, haben wir das ganze Ding jetzt. Diese Prüfungen Merlins kriegen mich nicht klein. So, da ist dann auch so ein Typ gewesen, den kann ich direkt mal x'en. Boah, am Anfang dachte ich, man könnte irgendwann mal alle Aufgaben Merlins haben, aber man hat die nie. Ja, sorry, ich hab den einen Typen. Was ist das? Ich bin da, verpasst du Moment der Verdrängung.
in ein Huhn verwandelt. Alohomora. Okay, einfach nur aufschließen. Ah doch, wenn man aber dann Hogwarts Legacy spielt, das ist eigentlich schon wieder cool. Oha, Leichen und so Zeug. Ey, wie viel kommen da denn noch? Vor allem, ich habe ja auch genug Hauch des Todes. Revelio. Ach, sowas ist das. Ja, und in manchen von diesen Wänden ist dann der Schatz, alles klar. Wie hier, Elfenhandschuhe. Meinen die mit Hauselfen, mit Elfen eigentlich Hauselfen oder gibt es bei Harry Potter auch noch andere Elfen? Ich weiß ich nicht. So Elfen, Vampire und sowas wird manchmal so erwähnt, aber es ist dann meistens, wenn Leute behaupten, sie hätten irgendwas getan, aber ich kann mich echt nicht erinnern, dass es da Elfen gab. Ich meine eher nicht. So. Dann gehen wir normalerweise da jetzt hin, aber ich will einmal wissen, was das hier ist. Ach, nur Straßenköter-Scheiß. Oh nein! Ich wollte doch mein Wesen. Ich wollte nicht den Stein vereisen. Bei den Drachenkämpfen zu wetten war meine bisher beste Entscheidung. Cool für dich. Ja, wahrscheinlich hier weiter runter. Ja, komm. Boah, jetzt juckt es schon wieder an meinem Arm. Ich bin zerstochen. Ich weiß nicht, was da los ist. Ach, hier ist der Eingang. Ja, okay, alles klar. Stufe 3 sogar. Das macht es halt nicht schwerer, das ist... Also für die Handhabung ist das egal, welche Stufe das ist. So. Dim, 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 dim. Yay. Zedernholzfarbene Nietenhandschuhe. Boah, ey. Immer nur gibt es Handschuhe. Boah, und ich habe echt das Gefühl, ich habe gegen irgendwas eine Allergie. Das können doch nicht... Ach, das ist gar nicht die, wo ich hin wollte. Das ist eine ganz andere. Aha, das erklärt's. Scheint... Oh, nicht sterben. Ah, guck mal, das hatte ich sogar gesehen. Rebellion. Mhm. Ach, hier unten ist der Würfel. Oh, dann muss ich ein bisschen kämpfen. Meine Mutter sagte immer ein. Ist da wer? Nein, hier ist keiner. Oh ja. Ey, ah, oh, scheiße, ich habe die falsche Taste gedrückt. Sorry, da konnte ich nichts für. Kann ich doch jetzt nicht sterben, dann habe ich keinen Bock mehr auf das Spiel. Dann fahre ich nach Hause. Ah! Wow, dafür habe ich mir das jetzt aufgespart.
Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Boah, ich kann doch nicht schon wieder sterben. Mann, ey. Alles juckt und das Spiel läuft scheiße. Wartet mal ganz kurz. Aua, aua, aua. Ja, ich weiß, ich kann jetzt gerade nicht fernreisen. Oh, die X sich jetzt auch, ist mir egal. Schade, dass das niemand gesehen hat. Ah, jetzt kann man leider das Huhn nicht töten. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. So, jetzt muss ich einfach hier nur diesem Weg folgen. Oh, wie viel Mega-Power-Tränke ich einfach verloren habe. Nur für diesen Scheiß. Für diesen Würfel. Noch nicht mal für ein Lager oder einen Schatz oder irgendwas. Ja, doch, das müsste aber hier der richtige... Ja, ist der richtige Weg. Das sieht sehr lustig aus, wie ich da so klein unten langlaufe. Da. Genau, das war ein Glacius-Würfel. Hilfe? Gut, geschafft. Dann da hier hoch. Ihr seht, Spaß kommt nicht zu kurz. Ja, schön, noch eine Prüfung Merlins oder auch Merlins Aufgaben. Was ist das denn hier? Altmodisches Quidditch-Feld, Korbball. Ein Schloss? Muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Ja, bla bla, das sagst du oft. Revelio. Auch nicht der Schmetterlingsgedönse. Ah, leider keine Schmetterlinge drinne. Da oben. Ah, toll, wie soll man da hinkommen? Ah ja. Lumos. Schmetterlinge, seid ihr dumm? Warum folgt ihr mir nicht? Warum folgt ihr mir nicht? Was soll das? Schmetterlinge ich. Ach so. Das hat wohl doch... Ja, komm, lauf einfach. Das hat wohl doch funktioniert. Ach, sind die da drunter, die Schmetterlinge? Nee. Hä? Also die hier waren das wohl nicht. Ja, ich will doch nur hier hochklettern. Ach so, die kamen einfach so runter, die Schmetterlinge. Okay. Revelio. Ah, so. Okay, hier sind auch noch mal welche. Wingardium Leviosa. Lumos. Und dann sind hier noch welche, ne? Da. Lumos. Perfekt, und ihr kommt einfach hier hin.
Yay, dann habe ich das doch mal relativ schnell geschafft. Das mit den Schmetterlingen ist mal nervig, weil die irgendwie nicht mit Lumos in der Hand klettern kann. Ich dachte, man kann Lumos machen und Taschenzauberstab dann abstellen, dass das auch funktionieren würde. Naja. Nächstes. Jetzt sind wir mal wieder bei einer Höhle. Einem Schatzgewölbe. Auf das ich mal wieder keinen Bock habe. An der Posa-Küste. Kann ich nicht aussprechen. Auf jeden Fall an so einer Küste. Oh, und da ist auch noch so ein Labyrinth. Boah, nee, gar keinen Bock. Ach, nicht das. Das habe ich noch nie gecheckt. Revelio. Mann, ich weiß nicht, was man... Incendio. Soll man das fangen? Soll man das zerstören? Ich weiß nicht, was man da machen muss. Boah, ich hatte das schon mal, aber... Ey, was habe ich gemacht? Incendio. Ach, man muss da einfach gegenlaufen. Ach so, toll. Obwohl ich gerade auch nicht weiß, ob das jetzt war, weil ich da viermal irgendwas gemacht habe, viermal seine Position gewechselt hat. Ich da tatsächlich gegengelaufen bin. Keine Ahnung. Könnte aber wahrscheinlich etwas langweilig werden. Ja, okay, dann nehmen wir jetzt noch das Labyrinth mit. Okay. Hab's irgendwie gefunden, aber keine Ahnung. Das ist jetzt der Schatz? Nee. Ja, okay, ich will's nicht lesen. Ich will's nicht lesen. Was gibt's hier noch? Tagebuch gefunden. Jetzt brauchen wir hier noch irgendwelche Schätze, auf die ich keinen Bock habe. Es juckt immer noch alles. Das habe ich auch gleich hier einfach aufhören werde. Ja, perfekt. So, jetzt müssten wir irgendwann auch mal wieder was verkaufen. Okay, das machen wir heute noch und dann reicht's mir. Dann reicht's mir wirklich. Ach nein, da sind auch noch diese Dinger, die ich anfliegen muss. Diese Ballons. Ach nein, nicht sowas. So, jetzt. Ach nein, man muss die bis zum Ende machen. Und ich gar nicht wusste, dass die bis zum Ende gehen. Gut, anscheinend. Ich hoffe, ich komme mal wieder raus. Sonst bin ich halt hier. Oh nein, muss ich jetzt Schach spielen? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Rebellion. Nee, ich muss mich auf den Stuhl setzen. Ach, das ist das Pferd, oder? Ich muss das bestimmt irgendwo hinstellen. Was bin ich denn? Bin ich weiß?
wenn ich weiß bin. Also, wenn der König eins nach vorne geht, ist der gefangen. Wenn der dahin geht, ist er gefangen. Wenn der hierhin geht, ist er nicht gefangen. Hier ist er nicht gefangen, wenn er dahin geht. Das heißt, mein Wingardium Leviosa. Also, ja, ich würde ihn hier hinstellen wollen. Boah, die Scheiße regt mich jetzt schon auf. Ja, hier bitte hinstellen. So, ihr geht das jetzt auf. Revelio. Incendio. Sorry, aber ich verstehe nicht, was man noch machen muss. Insofern ich weiß bin. Wenn ich da stehen bleibe, schlägt dieser komische... Ach, das ist ein Springer. Scheiße. Also. Der König ist gerade nicht Schachmatt. Nach vorne kann er nicht. Hier, wo ich bin, kann er auch nicht. Hier kann er auch nicht hin. Wenn er da stehen bleibt... Vielleicht auf den. So, dahin. Ist mir jetzt so dumm. Ich guck nach, wie das geht, weil an sich denke ich, irgendwas muss ich mit diesem Springerstuhl machen. Aber naja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.